Streamen ist ein sehr teures Hobby. Gerade am Anfang muss man erstmal sehr, sehr viel Geld reintun, bevor man überhaupt irgendwie Geld rausbekommt. Du brauchst einen funktionierenden PC, du brauchst ein Headset, ein Mikrofon. All diese Sachen sind natürlich extrem teuer, gerade am Anfang, und jeden Cent, den ihr da sparen könnt, ist Gold wert. Im heutigen Video will ich dir zeigen, wie du da auf jeden Fall Geld sparen kannst, indem du dein Handy als Webcam benutzen kannst. Das geht sowohl auf Android als auch auf iOS und ist super einfach einzurichten, und die Qualität ist besser als auf so mancher Webcam, die manche Leute zum Streamen benutzen. Ich zeige euch, wie ihr das in OBS, Streamlabs, OBS, wo auch immer einrichten könnt. Das allererste, was ihr machen müsst, ist, dass ihr bei Google einfach EveCam eingebt. Dort kommt dann hier der erste Link. Da geht ihr drauf. Bei E2E Soft heißt das Ganze. Ladet ihr euch das Ganze runter. Geht hier unten auf der linken Seite auf Downloads. Und dann hier Download for Windows. Ihr führt die Exe aus. Machen wir das. Und installieren. Was Ganze jetzt macht, ist, dass es sucht. Oder beziehungsweise es sucht aktuell euer Handy in eurem WLAN. Was ihr jetzt machen müsst, ist, dass ihr euer Handy rausnehmt. Das geht auf Android und auch auf iOS. Also so geht auf beiden gleich. Was ihr dann einfach macht, ist, ihr geht auf eurem Handy in den App Store, gebt dann dort EveCam, also IVCam, ich habe jetzt EveCam, IVCam ein, das ladet ihr dann runter. Öffnet das Ganze und dann kommt die Frage, ob die Geräte im Netzwerk gefunden werden und verbinden werden dürfen. Da gebt ihr auf Ja und dann auf OK. Und schon seht ihr euer Gesicht. Selbe wie ihr hier seht, seht ihr auch da. Was ihr natürlich noch machen wollt, ist, dass das Ganze in OBS erkannt wird oder beziehungsweise, dass ihr das Ganze in OBS reinzieht. Hinzufügen macht ihr eine neue Videoaufnahmequelle, ein neues Videoaufnahmegerät. Dann gebe ich jetzt Lancy einfach mal iPhone ein. Dann könnt ihr hier IVCam auswählen aus den Kameras, die ihr habt. Und schon hat man hier die Kamera drin, kann man dann natürlich hier bewegen. Was ein bisschen nervig ist, ist, dass dieses IVCam oben drin steht. Was man da machen kann, ist, wenn man Alt gedrückt hält und das Ganze runterzieht, das IVCam abschneiden und hast eine ganz normale Kamera. Und schon hat man eine fertige Webcam und ist auf jeden Fall schon mal viel, viel besser als vieles, was man aktuell oder was auf Twitch sehe. Der Vergleich, auf der linken Seite seht ihr die IVCam, auf der anderen Seite seht ihr meinen Sony A6400. Einfach nur, um den Vergleich mal zu sehen. Diese Unschärfe natürlich im Hintergrund, die kriegt man auch nur mit so einem wirklichen Objektiv und mit einer sehr, 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 sehr hohen Tiefenschärfe hin. Das ist ganz, ganz schwer, das hinzubekommen. Die Handys können das zwar einigermaßen, aber es funktioniert noch nicht ganz so gut. Haut einfach euer Handy an den Strom direkt dran, sodass es halt aufgeladen bleibt oder beziehungsweise auflädt, oder macht eine Powerbank dran. Das Einzige, was ihr vielleicht noch braucht, ist irgendwie eine Halterung. Ich habe jetzt hier so ein Stativ mit so einer Handyhalterung. Also die Handyhalterung, das kriegt man für ganz wenig, und so ein billiges Stativ bekommt man auch irgendwie für 15 Euro auf Amazon mit diesem Stativ. Also das ist auch relativ preiswert. Wenn ihr als nächstes vielleicht wissen wollt, wie ihr eure ganzen Szenen und eure Alerts und diese ganzen Sachen in OBS einstellen wollt, dann schaut euch am besten dieses Video hier an. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Also mach's gut. Bis dann. Ciao.